Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Medieval Dynasty, ihr Lieben. Wir werden, bevor wir der Quest weiter nachgehen, erstmal ein paar Kohlsuppen herstellen, dass wir das gleich alles verkaufen können, Freunde. Wir gucken mal, wie viel Holzschalen wir im Lager haben. Ich habe mich verlaufen, Leute. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, hier hin. Fängt ja schon mal gut an. Genau, wir gucken erstmal nach Holzschalen. Und dann machen wir Kohlsuppen, dass wir da schon mal ein bisschen an Geld kommen. So, schauen wir mal. Holzschalen 120 Stück und nochmal 6 dazu. Eine hatte ich noch im Inventar, sind 127. Vielleicht müsste ja jetzt ein bisschen was am Start sein. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, 186. Wir nehmen erstmal die. Jetzt sind wir ein bisschen überladen. Wenn wir den Kohl jetzt noch einstecken, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wartet mal, wir müssen im gelben Bereich bleiben, ne? Dass wir überhaupt noch laufen können. So, ist ja gleich hier hinten. Machen wir mal ein paar Süppchen, Freunde. So, Suppen. Kohlsuppe. 62 Stück. Das bringt ordentlich Geld. Das ist super, Leute. Und dann liefern wir mal das Gift ab. Ich bin sehr gespannt, wie diese Quest tatsächlich weitergeht. Ach ja, ich habe auf Anraten von Rumpelkammer meine Facecam jetzt mal ein bisschen weiter links gesetzt, dass ihr auch die Texte lesen könnt in der in den Quests. Allerdings seht ihr jetzt nicht mehr meinen Gesundheitszustand etc., aber das ist ja auch wurscht, ne? Okay, so, jetzt fehlt es tatsächlich an Fleisch. Da holen wir gleich nochmal den Rest von dem Fleisch und lagern die anderen Kohlsuppen schon mal ein. Dann machen wir gleich noch Fisch und das verkaufen wir dann in Piastovia. So, Kohlsüppchen, alle rüber. Und nochmal Fleisch. Mehr Fleisch haben wir dann erstmal nicht. Aber das sind schon, ist schon eine ganze Menge. Wir müssen dann mal demnächst auch so zusehen, dass wir in die... Ne, was wollte ich jetzt? Hier, Kessel. Ein bisschen andere Produkte, die vielleicht mehr Geld bringen, herstellen. Aber eigentlich haben wir ja auch gar keinen Geldmangel. Aber wenn wir dann noch mehr Sachen freischalten für unseren finalen Gestaltungsstream, der dann irgendwann mal kommen wird, da brauchen wir halt ein bisschen was auf Vorrat, ne? Aber das ist ja noch ein Weilchen hin bis dahin. Gut. So, schmeißen wir die jetzt auch rüber. Warte mal, ne, wir haben noch 29 Holzschalen. Okay, dann hat es jetzt tatsächlich an was anderem gelegen, was hier fehlt. So, wartet. Nochmal Fleisch nehmen wir mit. Oder wir jagen uns noch schnell einen Elch. Das können wir natürlich auch machen. Ist jetzt gerade ein bisschen hin und her. Aber Leute, das ist ja nicht weiter schlimm. So, nochmal 6 dazu. Irgendwas hat jetzt noch gefehlt. Wahrscheinlich tatsächlich Fleisch. Aber dann jagen wir uns jetzt noch einen Wiesent. So viel Zeit muss sein. Die Quest rennt ja nicht weg. Wir haben ja genügend Tage Zeit. Und die Kohlsuppen werden ja jetzt auch nicht gleich verderben, sodass es dann irgendwie Probleme gibt beim Verkaufen. Das Ei, das kann auch mal hier rüber. So. 23 Holzschalen haben wir noch. Gut, schauen wir mal, wie viel insgesamt rausgekommen sind. 58 und 42. Wieso stecken die hier nicht? Also egal, ich will es gar nicht wissen. Vielleicht haben die... Nö, die haben wir ja gerade alle erst hergestellt. Aber es sind eine ganz schöne Menge. Guckt mal, wie viele Rotaugen wir mittlerweile haben. Das machen wir auch gleich noch. Und dann jagen wir uns noch einen Wiesent. Einer sollte reichen. Na, machen wir zwei. Das sollten reichen. Dann kriegen wir noch die restlichen Holzschalen verballert. Und haben dann richtig fette Kohle, denke ich mal. Aber das sage ich ja jedes Mal. So. 83 Fischfilets. Alright. Cool, Leute. Das klappt alles ganz gut. Jetzt gehen wir gleich jagen. Wir nehmen aber einfach die ganz normalen Steinpfeile. Davon haben wir ja genug. Dann verballern wir halt mehr. Obwohl, wir könnten auch mal so ein Wiesent versuchen, mit der Stachelkeule zu erschlagen. Karotten müssen wir dann noch in Auftrag geben. Das können wir ja gleich mal machen. So, zack. Okay, die Holzschalen.
bieten 4,6. Die legen wir erstmal wieder zurück. Beziehungsweise, was macht denn eigentlich gerade der Typ in der Werkstatt? Ich schau mal ganz kurz. Verwaltung, Gebäude, müsste Produktion sein, Werkstatt, zeig mal her. Ah ja, der macht aber eigentlich Holzschalen. Gut, jetzt schauen wir, wie viele Pfeile wir haben. Bronzepfeil 3, Steinpfeil 22. Wir nehmen mal noch mehr. Warte mal, waren die jetzt hier drin oder hatte ich die in die andere Kiste reingesteckt? Das ist eine gute Frage. Ach so, und wie ist es denn hier überhaupt? Messer sind noch da. Wartet mal. Fischbeere. Oh, Fischbeere muss ich dann mal craften demnächst. Dass die Fischer auch arbeiten können. Steinmesser sind auch nicht mehr so viele da. So, nehmen wir mal hier noch 20 Steinpfeile mit. Und auf geht's. Jagen wir uns noch ein Wiesent. Kann sein, dass wir jetzt durch unsere ganz normalen Routinen erst wieder in der nächsten Folge die Quest weitermachen können. Werden wir dann gleich sehen. Die Frage ist, ob im Winter überhaupt welche da sind. Doch, ich sehe schon den ersten. Kann ich bis darüber schießen? Wartet mal, Steinpfeil auch auswählen. Mal gucken, dass man ein bisschen... Wie... Hat der gesessen? Scheint so, ne? Okay, man muss gar nicht so viel höher zielen. Okay, jetzt gehen wir mal rüber. Er blutet. Er wird wahrscheinlich bald umfallen, nehme ich mal an. Jetzt. Dann können wir gleich noch den zweiten holen. Müssen wir bloß ein bisschen auf die Ausdauer gerade achten. So, jetzt probiere ich es mal. Das ist schon irgendwie brutal mit dieser Keule. Okay, zweimal kann er uns noch treffen, dann ist Schluss. Nicht im Wasser sterben, da habe ich keine Lust im Winter dich im Wasser zu halten. Okay, das ist irgendwie ganz schön brutal, muss ich mal sagen. So, jetzt liegen hier überall Steinpfeile. Erstmal heute. Sorry, Leute. Das ist auch schon irgendwie lustig. Ja, hier wird noch von Hand Fleisch geholt. Und ich sag mal, so viel Pfeile mehr hat man jetzt auch nicht verbraucht. Als hätte man jetzt Eisenpfeile genommen. Guck mal, 5 Steinpfeile haben wir wiederbekommen. Sind hier hinten noch irgendwelche? Nö. Aber Steinpfeile sind billig, wisst ihr? Deswegen ist das ja völlig okay, was wir hier gerade gemacht haben. Jetzt haben wir nochmal 140 Fleisch dazu. Ja, geil. Und wir sind mit einer Stachelkeule erschlagen. Hoffentlich läuft die Aufnahme. Ja, die läuft. Wunderbar, Leute. Ja, ein bisschen was auf die Mütze haben wir gekriegt, aber es ist okay. Dann holen wir unsere Holzschalen wieder raus. 38, hier nochmal 4. Okay. Kann sein, dass wir die gar nicht alle brauchen, weil die Kohlsuppe ja so viel Fleisch benötigt. Dann nochmal den Kohl ran. So. Naja, da kriegen wir ordentlich Geld zusammen. Da können wir unsere Steuern auch bezahlen im Frühjahr. Warte mal kurz, Großer, ich muss hier mal ran. Kannst gleich wieder...
46 Stück nochmal. Geil, so viel hat man, glaube ich, noch nie verkauft insgesamt. Perfekt. Gut, dann reiten wir jetzt nach Piostovia. Zwei Fleisch sind noch übrig geblieben. Also cool. Können wir langsam auch anfangen, echt hier in den Komposter zu schmeißen. Ne, die wollten wir selber behalten. Drei Holzschalen sind noch über. Na, das ist doch wunderbar. Jetzt rufen wir unsere Eselchen. Dann geht's los. Die drei Holzschalen noch hier rüber. Schwubbel die. Johanniskraut ist auch Materiallager. Wieso? Ach ja, Leder habe ich ja auch rausgekriegt. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Sonst noch was? Das Säckchen, Wiesenschädel. Ach, das Säckchen lassen wir. Obwohl, brauchen wir ja nicht. Schmeißen wir auch rüber. Haben wir sonst noch was? Nö. Wunderbärchen. Wo ist unser Esel? Da. Auf geht's, Freunde. Jo, du. Auf geht's. Jetzt haben wir zwar keine volle Gesundheit. Ich hoffe, wir müssen nicht doch noch irgendwie gegen irgendjemanden kämpfen. Ich habe nämlich keinen Heiltrank einstecken. Aber ja, zur Not kriegt man schon alles irgendwie hin. Können wir mal kurz zwischenspeichern. Let's go. Und dann verkaufen wir jetzt unseren ganzen Krempel. Und dann geben wir dem Typen das Gift. Ah, der wird doch... Oh, Achtung. Der wird ja wohl nicht den König vergiften wollen, oder? Bin ich gerade scheiße gelaufen? Irgendwie schon, ne? Oh, was ist denn hier? Esel? Komm, das schaffst du. Ich glaub an dich. So, da sehe ich auch schon unser Lager. Ja. Naja, läuft doch, Freunde. Ja. Mal gucken, ob ich alles tragen kann oder... Ob es zu schwer ist. Ah, Barsch hätten wir auch noch mal gehabt. Also, getrocknetes Fischfilet. Und die ganzen Kohlsuppen. Ja, jetzt bin ich schon leicht überladen. Wenn ich die jetzt noch... Ja, dann warte. Dann hau ich mal was beim Esel rein. Esel, komm her. Du kriegst Kohlsuppe. Gut. Ah, jo. Gut. Können wir trotzdem mit dem Reiten, auch wenn wir ein bisschen überladen sind? Ja, das geht. Na, herrlich, Leute. Wartet, wie viel Kohle habe ich im Moment? 2794. Also 2800 grob. Ich denke mal, wir kriegen jetzt einiges zusammen. Achtung, Esel in Anmarsch. So, komm mal her, ja. Zeig mir deine Ware. 1490 hat sie. Wunderbar. Die haben wir schon mal nackt gemacht, also im übertragenen Sinne. Wo ist mein Mauszeiger? Da. Okay. 5380 haben wir jetzt. Ja. Mirogott, der will wahrscheinlich Steuern eintreiben. Zeig ich mal deine Ware.
Ne, das ist die falsche. So, der ist auch pleite. Dann geht's zum nächsten. Die hatten wir gerade, ne? Und die... Oh, da müssen wir mal hier rüben. Hier rüben. Hallo. Zeig mir deine Ware. Okay, 224 hat er noch. Wo ist mein Fisch? Da. Jetzt hat er 0. Hallo da. So, haben wir jetzt alles verkauft? Ja. Wir haben 8565 Münzen wieder zusammenbekommen. Also insgesamt jetzt. Das ist ein guter Schnitt. Da haben wir 5000, ein bisschen über 5000 gut gemacht. Okay. Dann geht's weiter. Wir reiten weiter. Oder auch nicht. Dann versuchen wir es hier. Wir wollen runter nach Skaugi. Ah ja, los, komm. Das machen wir hier schnell mit Bezahlung. So, ich gucke aber wirklich nochmal. Haben wir alles verkauft, bis auf die eine Kohlsuppe? Ja, dann können wir die mal konsumieren. Brauche eine Mitfahrgelegenheit. Einmal nach Skaugi. Dann mal los. Geil, Leute. Vielen Dank und auf geht's. Dann bringen wir mal das Gift. Ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken. Weil ich dann meine Tochter abholen muss. So, kein Hinterhalt, oder? Ist hier jemand versteckt? Nö, alles gut. Wilhelm, warst du erfolgreich? Natürlich, ich verspreche nichts, das ich nicht halten kann. Hier, es gehört dir. Gab es Schwierigkeiten mit Elric? Schwierigkeiten? Dieser süße Kerl ist doch ein wahrer Sonnenschein. Oder schon die Nähe dieses Verrückten zu ertragen, ist schwierig genug. Nee, ich sage einfach, es gab keine. Freut mich zu hören. Was wirst du jetzt tun? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn ich Otgar und die anderen davor retten will, sich umbringen zu lassen, muss ich sofort los. Nochmals danke, Fremder. Endlich werde ich meine süße Rache bekommen. Tu, was du tun musst, oder es wäre schön, dich... Es war schön, dich gekannt zu haben. Oder falls du anfängst, Zweifel zu haben, es ist nie zu spät, unsere Wut loszulassen. Das gebe ich ihm noch mit auf den Weg. Ich glaube aber, der lässt sich da nicht drauf ein. So, jetzt müssen wir wieder mit Otgar sprechen. Der ist allerdings wieder in Piostovia. Naja. Wir kennen ja die Wege, ne? Einmal zum Fährmann, Fuhrmann. 140 Münzen bezahlen und wir sind da. Klar, könnten wir das auch alles reiten. Aber erstens kennen wir die Gegend schon. Und zweitens ist es so zeitaufwendig. Stellt euch mal vor, wir hätten kein Reittier, ne? Wie damals ganz am Anfang Medieval Dynasty, als ich das erste Mal gespielt habe, da gab es ja noch keine Reittiere. Da musstest du wirklich alles zu Fuß laufen. Oh, it's you again. So, zack. Und dann mal los. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt, Freunde. Aber ich denke mal, die Quest ist noch lange nicht zu Ende. Das hat hier bestimmt noch ein langes Nachspiel, alles. Geh weg, sagt er. Es ist vorbei, Otgar. Was soll das bitte heißen? Dein kleines Rebellionsspiel ist zu Ende? Oder es ist niemand mehr übrig, der dich bei einer Mission unterstützen könnte? Oder dein Haus ist leer. Alle deine Unterstützer sind geflohen. Ich glaube, ich nehme die dritte Antwort. Was? Was hast du getan?
Ich habe getan, um was mich dein Vater gebeten hat, dein Leben gerettet und dich davon abgehalten, einen großen Fehler zu machen, der sich nicht mehr hätte rückgängig machen lassen. Du Verdammter, ich brech dich in der Mitte durch wie ein Zweig. Okay, der ist ein bisschen wütend. Das wirst du nicht, denn tief in dir weißt du, dass ich recht habe. Oder mach dich nicht lächerlich, du könntest mir nichts anhaben, selbst wenn du es versuchen würdest. Verzeih mir, Otgar, ich weiß, wie du dich fühlst, aber das hier ist zu deinem Besten. Ich sage, das wirst du nicht, denn tief in dir weißt du, dass ich recht habe. Halt's Maul! Du hast all meine Pläne ruiniert und dafür wirst du büßen. Wie willst du mich anstelle des Königs töten? Ist alles töten, das du noch kennst? Ist töten alles, das du noch kennst? Mach's so weiter und du wirst es herausfinden. Okay, hörst du überhaupt, was du sagst? Du benimmst dich wie ein unzufriedener Junge. Das muss aufhören. Hör auf zu sagen, dass... Okay, ich glaube, wir haben ihn da getriggert. Geh einfach und rede mit deinem Vater. Es ist eindeutig er, auf den du wirklich wütend bist. Nicht ich und nicht der König. Ja, jetzt bin ich zwar ein bisschen weiter drüben, aber ihr seht trotzdem die Anfangsbuchstaben nicht. Du hast recht. Es ist derjenige, der einen anderen Teil meines Lebens zerstört hat. Und alles, was ich versucht habe zu tun, war unsere Blutlinie von dieser schändlichen Schwäche reinzuwaschen. Oh, ich werde mit diesem Bastard reden. Ich rede gleich mit ihm. Ich werde dich begleiten, nur für den Fall. Das machen wir auch, oder? Dann geh voran. Das will ich mit eigenen Augen sehen. Oder ich begleite dich besser, damit ihr beiden euch nicht gegenseitig umbringt. Nee, ich mach mal die erste Antwort. Begleite Otgar zu Gilberts Haus. Na, das kann ja dauern, Leute. Oder hat er noch ein Haus hier? Müssen wir jetzt wirklich bis da hochlaufen? Ne, warte mal. Wo war denn das? In Skaugi eigentlich. Was ist denn, wenn ich jetzt mit einem Esel reiten würde? Wird er dann auch schneller, der Typ? Der geht hier lang. Warte mal, ich halte mal kurz an, probiere das mal mit dem Esel. Ich probiere es mal. Naja, so verliere ich zumindest keine Ausdauer. Aber jetzt mal im Ernst. Will der jetzt den ganzen Weg bis Skaugi laufen? Na toll. Ja gut, so sparen wir uns mal 140 Münzen. Warte mal, da lag doch was. Halt! Der lootgeile Beutel will looten. Eisenerz. Ich hoffe, es ist nicht wieder eine Falle. Münzen. Ja, geil. Section. Noch ein Section. Was ist das hier? Kaninchen. Oh ja. Wenn es einmal hier liegt, dann nehmen wir es mit. Zweimal Fleisch, zweimal Pelz. Okay, das war eine sehr, sehr geringe Ausbeute. Ich meine, er könnte ja auch mit mir, also hinten drauf reiten. So, noch Platz bei dem Esel. Aber er will lieber laufen. Ja gut, das hält ja auch jung. Das hält ja auch jung. Okay, das funktioniert so nicht, Freunde. Dann muss ich doch absteigen. Schade. Komm du! Die NPCs eigentlich unendlich Ausdauer? Also, wenn man jetzt in den erweiterten Einstellungen einstellen würde, dass man keine Ausdauer verbraucht, könnte er dann auch unendlich rennen? Es wird dunkel, Freunde. So, mal ganz kurz warten.
Okay, wir haben wieder Ausdauer. Steht da eine Giraffe? Nee, sah aus wie dir. So Giraffenhals, ich habe den Körper nicht gesehen. Naja, die werden sich jetzt schon nicht gegenseitig umbringen. Ich glaube, der Vater, der wird ihn schon sagen, hier, Mensch, Junge, ich habe da damals Scheiße gebaut und dies und das. Aber man weiß es nicht. Gut, wir sind fast da, Leute. Ist da eigentlich seitens der Entwickler geplant, dass da später vielleicht noch mehr Städte und sowas reinkommen? Wenn das mal einer weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Gut, da sind wir gleich da, Leute. Hier lang, sagst du? Okay. Ich weiß nicht, wo sein Haus ist. Musste mir zeigen. Da scheint es zu sein. So. Gespräch mithören. Wie mache ich das? Oh, Otgar, zu feige, meine Pläne selbst für den Haufen zu werfen. Was? Ich wusste, du würdest mir nicht zuhören. Du hörst nie zu. Und was ist mit dir? Wann war das letzte Mal, dass Herr wichtiger Dorfvorsteher den Rat von jemand anderen ernst genommen hat? Du bist zu verdammt alt und stur, um zu sehen, wie falsch du liegst. Ich bin stur, du hast darauf bestanden, auszuziehen. Du ignorierst fortwährend deinen Bruder, als würde er gar nicht existieren. Gar nicht zu nicht zu schweigen von der Frau. Ja, darin unterscheiden wir uns. Ich habe mir nicht einfach eine neue Familie beschafft, nachdem Mama gestorben ist. Ich habe nicht entschieden, dass es einfacher ist, alles zu vergessen, du Bastard. Und ich werde derjenige, ich kann nicht so schnell lesen, es tut mir leid. Was? Leute, wen das interessiert, einfach kurz Pause drücken. Sie ist an einer Krankheit gestorben. Okay, jetzt geht es wieder ums Abschlachten des Volkes. Es hätte kein Straflager gegeben. Das ist irgendwie doof, dass man das nicht selber weiterskippen kann. Ganz genau. Endlich erinnerst du dich an dein Erbe. Weil wir keine Gefangenen genommen hätten. Wir legten niemanden in Ketten und sperrten niemanden in Käfige. Nein, wir erschlugen sie mit Knüppeln. Das war unsere Art. Das ist unser Erbe. Wir hatten den Befehl, jeden zu töten. Okay, jetzt wird nicht weiter geredet. Das hast du mir nie erzählt. Das wundert dich. Hätte ich meinen kleinen Jungen sagen sollen, dass er von barbarischen Wilden abstammt? Oder hättest du vielleicht gerne Wiegenlieder über das Massaker gehört? Ich habe das alles für mich behalten. Dir zuliebe. Vater. Mia wollte nie, dass du es erfährst. Sie wollte nicht, dass du dich dafür schämst, wer du bist, so wie es, wie wir es taten. Wir haben jahrelang hart dafür gearbeitet, damit die Menschen auch nur damit anfingen, uns anders zu sehen. Und weißt du was? Wir waren verdammt dankbar für diese Möglichkeit. Das wusste ich nicht, Vater. Ich wusste nicht. Du sollst es nicht wissen. Ich habe versucht, dich davor zu schützen, aber stattdessen habe ich dich fortgestoßen. Jetzt bin ich hier, Papa. Warte auf die nächste Jahreszeit. Leute, ich glaube, es gibt eine Versöhnung. Genau das ist nämlich der Punkt. Er hat seinen Sohn eigentlich versucht zu schützen, indem er ihm nichts über das erzählt hatte, wozu die Leute halt im Krieg die Befehle hatten, nämlich abzuschlachten und ja, im Namen eines, wie sagt man, was im Namen eines Königs, halt fiese Sachen zu machen, ne?
Aber krass. Ey, cool, Leute. Dann sind wir ja ganz gut in der Zeit. Wir haben die Quest soweit abgeschlossen. Wir haben jetzt 3 Quests, die erst in der nächsten Jahreszeit fertig werden. Wir haben heute ein bisschen Münzen gemacht. Und genau, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal wieder den ganzen Alltag widmen, unseren ganzen Routinen. Und zwar Feldbestellungen und ja, mal gucken, ob wir denn schon mal jemanden einstellen können, der in der Näherei vielleicht bessere Sachen macht, die wir dann vielleicht für mehr Geld verkaufen können. Ihr könnt ja mal an die Experten unter euch in die Kommentare schreiben, was so Sinn ergibt, was am meisten Sinn macht, jetzt in dem Moment, wo ich mich gerade befinde, was man da am besten herstellen kann, um es zu verkaufen. Das mit der Kohlsuppe ist klar, ne? Das läuft ja weiterhin. Aber vielleicht gibt es da schon die eine oder andere Sache. Wir können ja noch mal ganz kurz in die Verwaltung schauen hier bei der bei der Näherei. Was wird da gerade gemacht? Wir haben kein Material, Leingarn. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier komplett erstmal runtergehen auf Leinengewebe. Weil für nichts anderes braucht man ja den Leingarn, nehme ich mal an. Und haben wir dann Leinengewebe. Aus was macht man denn die einfachen Säckchen? Aus Leder. Ah, die Leder haben wir auch ganz, ganz viel. Wie macht man die? Leder und Leinengewebe. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal auf Leinengewebe. Das sollte man ja ein bisschen was haben. Wir können es ja auch gleich einsehen. Ich glaube, auf dem Button oben drüber. Wartet mal, hier rechts. Genau, Leinengewebe. 17,9 Leinengarn. Wie viel haben wir Leinengarn? Wir gucken mal ganz kurz ins Lager. Materiallager. Dann können wir nämlich schon bessere Säckchen herstellen. Die bringen ja wahrscheinlich mehr Geld als eine Kohlsuppe, ne? Aber wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das L müsste gleich kommen. Wir haben gar nicht so viel, ne? Wir haben nur 56 Leinengarn. Bedeutet, wir müssen dann im Frühjahr unbedingt mehr auf Flachs gehen, ne? Ja, das müssen wir so machen. Freunde, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.